I am the Jochen and this is the Frühsport für Montag, den 19. Juli 2021. Schönen guten Morgen. Die Tour de France ist Geschichte in diesem Jahr und Mark Cavendish hätte am letzten Tag nochmal Geschichte schreiben können, hat er aber nicht geschafft, denn er gelangte nicht rechtzeitig ins Ziel, wollte ich sagen. Dritter Platz nur auf der Schlussetappe auf den Champs-Élysées und damit bleibt der gute Mark Cavendish bei 34 Etappensiegen in seiner Karriere stehen, ebenso wie Eddy Merckx, dessen Rekord also auch weiterhin noch Bestand hält. Sie teilen ihn sich jetzt, das hätte man sich auch bei diesem Torrekord von Lewandowski und Müller gewünscht letztens, ne? Aber so ist es jetzt ein geteilter Rekord. Ob Cavendish nächstes Jahr nochmal angreift, werden wir sehen. Wer hat gewonnen auf der Schlussetappe? Wout van Aert hat sich den dritten Etappensieg geholt und das ist insofern bemerkenswert, weil Wout van Aert sich eine Bergankunft sichern konnte, ein Zeitfahren und einen Massensprint. Das ist schon ein Portfolio, was ich sehen lassen kann. Sehr viel mehr Breite gibt es nicht im Radsport. Und herzlichen Glückwunsch an Wout van Aert. Gesamtklassement ist natürlich klar gewesen vorher. Pogacar gewinnt seine zweite Tour de France vor Vingegaard und Carapaz. Und der beste Deutsche ist Emanuel Buchmann geworden auf Platz 33 mit knapp 2 Stunden Rückstand, aber schon, das war dann noch recht deutlich. Und neben dem Gelben wissen wir ja Pogacar auch im weißen Trikot und im Bergtrikot. Und das Grüne, das bleibt Mark Cavendish als kleiner Trost für den verpassten alleinigen Rekord. Wir klappen die Bücher zu und schon am nächsten Wochenende gibt es wieder Radsport bei den Olympischen Spielen. Dann auch mit einigen Herrschaften, die jetzt gerade in Paris die Tour abgeschlossen haben. Basketball, wir gucken in die NBA, da haben die Milwaukee Bucks gewonnen, Spiel 5 bei den Phoenix Suns und gehen damit in der Serie mit 3-2 in Führung. Einen Sieg brauchen sie jetzt noch, um den Titel nach Milwaukee zu holen. Das 6. Finale und damit das erste Matchballspiel für Milwaukee gibt es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu sehen. Wir schauen zum Darts. World Matchplay geht weiter. Da gab es gestern 8 Partien und auch 2 Überraschungen, muss man sagen. Glenn Durrant ist draußen gegen Callan Ritz ausgeschieden. Und dann haben wir noch Dwayne Wade, ganz schlecht gedartet diesmal. Nein, James Wade natürlich. Der ist ausgeschieden gegen Luke Humphries. Auch damit aber nicht unbedingt zu rechnen. Aus deutscher Sicht leider Gabriel Clemens draußen, das ist aber keine Überraschung, denn da war José de Sousa schon favorisiert. Heute geht es weiter um 20 Uhr mit den letzten 4 Partien aus der ersten Runde, dann unter anderem mit Gary Anderson und Michael van Gerwen. Das Ganze ab 20 Uhr Sport 1 live oder auf The Zone zu sehen. Die Formel 1 gab gestern ein etwas umstrittenes Rennen ab, denn Lewis Hamilton und Max Verstappen, die beiden großen WM-Konkurrenten, haben sich touchiert. Verstappen ist dabei rausgeflogen und Hamilton hat das Rennen in Silverstone, seinen Heim-Grand Prix, dann am Schluss durch ein Überholmanöver in der letzten Runde doch noch gewinnen können. Vor Leclerc und Bottas und Sebastian Vettel ist ausgeschieden, Mick Schumacher 18. und letzter. In der Gesamtwertung der WM jetzt Verstappen zwar noch vorne, aber nur noch 8 Punkte vor Hamilton, wird also immer spannender dort. Spannend war es auch bei The Open, dem letzten Golf-Major-Turnier. Da gab es am letzten Spieltag dann doch noch einen Führungswechsel, denn Louis Oosthuizen ist von 1 auf 3 gefallen. Den teilt er sich jetzt in der Endabrechnung mit John Rahm. Vor ihn setzen sich die Nummer 2, Jordan Spieth, und der Sieger des Ganzen am Schluss, Colin Morikawa. Der hat das Ding gewonnen noch. Aus deutscher Sicht Marcel Ziem dann am Schluss 15. Tolles Ergebnis für ihn. Und Matthias Schmidt ist aufs 59 noch abgerutscht, aber gut, war 4 Tage lang dabei. Und ich glaube, da kann man auch nicht meckern. Glückwunsch auch hier. Vor allem mit Marcel Ziem natürlich zu diesem tollen Ergebnis. In der European League of Football gab es 2 Spiele gestern. Die Hamburg Sea Devils haben sich in Leipzig 55-0 durchgesetzt bei den Kings und damit ihren Spitzenplatz in der Nordgruppe verteidigt mit klarer 4-0-Bilanz jetzt vorne und damit ein ganz heißer Kandidat auf die Playoffs. Ebenfalls noch ein Sieg von den Wroclaw Panthers. Die bleiben auch in der Erfolgsspur, haben gewonnen bei den Berlin Thunder. Nächstes Wochenende dann mehr aus der European League of Football. Tennis gibt es noch, da war in Hamburg Finaltag. Es gab im Doppel den Sieg für Pütznuss gegen Krakau. Also Tim Pütz und Michael Wienes haben sich durchgesetzt gegen Kevin Krawitz und Horia Tekau. Und im Einzel, da gab es den Sieg für
Carreño Busta gegen Krajinovic. Diese Woche jetzt, oder kommen auch jetzt Tennis, nur 250er Turniere noch, denn am Wochenende startet das Olympische Turnier. Deswegen die Turniere unter der Woche jetzt eher spärlich besetzt. Wobei die meisten sagen ja ab für Olympia. Aber treten dann auch nicht bei den kleinen 250ern jetzt an. Was haben wir noch zum Schluss? Fußball? Da gibt's im Gold Cup zu vermelden, dass Honduras in die K.O.-Runde eingezogen ist mit dem Sieg über Panama in der Gruppe D. Und Katar hat gewonnen gegen Granada, die damit draußen sind. Und Katar auf bestem Wege in die K.O.-Runde. Man stellt sich vor, Katar gewinnt den Gold Cup. Es wäre all, sind wir mal ehrlich. Aber da setze ich immer noch ein bisschen auf Mexiko, USA und die anderen großen Namen. Das sind ja nicht nur die zwei, ne? Dass sie den Katari vielleicht noch zuvorkommen können. Aber über große Namen, heute ist wieder Auslosung angesagt, und zwar bei der UEFA, uefa.com, streamt live ab 12 Uhr, Champions League Qualifikation, dritte Runde. Richtig, wir haben die zweite noch gar nicht angefangen, die kommt jetzt ab dieser Woche, aber es wird dann immer mit diesen Stellvertreterlosen ja gearbeitet, Sieger aus Dings gegen Bums. Und 7 neue Mannschaften kommen dazu und jetzt wird es langsam aber auch namhaft. Ich verlese mal, wer jetzt in diese Runde einsteigt. Zum Beispiel Shakhtar Donetsk ist dann neu dabei, Benfica Lissabon oder die AS Monaco ist neu dabei, Slavia Prag, die Glasgow Rangers steigen ein, Spartak Moskau und Genk aus Belgien ist auch neu dabei. Dazu eben die Partien mit Sieger aus und da kommen wir die aus der zweiten Runde. Da haben wir auch Celtic Glasgow dabei, Eindhoven ist dabei. Dynamo Zagreb, Olympiakos, Roderstein Belgrad, also schon auch klangvolle Namen. Und wer Bock hat, wer so gerne Auslosung guckt wie ich, 12 Uhr auf uefa.com, könnt ihr da also dabei sein. Ansonsten heute Tipp des Tages, so, ja, das, was halt ansteht. Und das ist eigentlich sonst außer der Auslosung nur Darts am Abend. Aber kann ja auch mal ganz nett sein. Im Grunde genommen bereiten wir uns jetzt alle schon langsam vor auf die Olympischen Spiele. Und dazu kann ich gleich noch erwähnen, es gibt ein neues Special-Video, was ich gestern Mittag hochgeladen habe, wo es darum geht, Karate, moderner Fünfkampf und Rudern, die vorgestellt werden. Und das Ganze gibt es noch bis Freitag, jeden Tag um 17 Uhr auch auf diesem Kanal, ein Spezialvideo mit 3 Sportarten, jeweils so 6-7 Minuten, eine kurze Vorstellung. Wie funktioniert's? Wie wird's bei Olympia ausgetragen? Wer nimmt teil aus deutscher Sicht? Und wie sind da die Medaillenchancen? Das gucke ich mir dann jeweils an. Für die Sportarten meine Wahl. Aber halt, irgendwann gehen sie mir dann aus am Ende der Woche. Das ist schon gut getimt so. Das war's. Es wird eine sportlich dünne Woche jetzt auch noch ohne Tour de France. Aber auch die kriegen wir rum. Es sind ja nur ein paar Tage, denn am Mittwoch starten ja schon die ersten Wettbewerbe in Tokio. Dazu sage ich euch dann, dazu muss ich morgen schon was sagen, glaube ich, ne? Am Dienstag für Mittwoch, weil es ja Mittwochnacht schon losgeht. Richtig, machen wir das einfach so. Gerne wieder hier morgen früh an dieser Stelle oder um 17 Uhr dann im Special, wenn ihr Lust habt, weiß gar nicht, was dran ist. Schießen ist dran und lasst euch überraschen, noch 2 Sportarten, weiß ich gerade nicht. Habe ich schon gesagt im letzten Special, aber ich habe es schon wieder vergessen. Macht nichts. Habt einen schönen Montag, kommt gut in die Woche. Bis dann. Tschüss.